Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Ihr seht, es ist wunderschönes Wetter, aber das täuscht ein bisschen, weil es ist ultra windig. Auch der Sturm ist hier in Baden-Württemberg angekommen. Zwar nicht so wie im Norden, aber er ist auf jeden Fall da. Jetzt müssen wir kurz einen LKW vorbeilassen, weil sonst versteht ihr mich nicht mehr. Nice. Ja, ich bin auf meinem Ibis Ripley AF unterwegs. Mein neues Rad, das ich letztes Wochenende in der Pfalz schon ziemlich geschrottet habe. Und zwar bin ich mit meinem Schaltwerk übelst in so einem rausstehenden Baumstumpf eingeschlagen nach einer Kurve. Ich blende euch das Video mal kurz ein. Ja, also ihr seht, ich bin da übelst eingeschlagen und an den Bildern hier seht ihr, wie das Schaltwerk jetzt aussieht. Also es ist komplett zerstört. Ich kann gerade ein Schaltröllchen als Ersatz noch verwenden, weil das andere ist auch gebrochen. Also es ist wirklich komplett zerstört, dieses Schaltwerk. Jetzt habe ich ein neues Schaltwerk bestellt, dran gebaut und auch eingestellt. Die Kette ist auch verzogen und ziemlich am Arsch. Habe ich jetzt provisorisch geflickt, dass ich heute fahren kann. Aber naja, egal. Es läuft auf jeden Fall. Es geht auf ein paar Hometrails mit dem Nico zusammen. Zwei andere Jungs kommen nachher wahrscheinlich auch noch vorbei. So, jetzt ist der nächste Traktor vorbeigefahren. Dann hättet ihr wieder nichts verstanden. Nice. Genau, heute in dem Video soll es mal um einen kleinen GPS-Radcomputer gehen. Ich habe mir sowas mal zugelegt, weil ich es eigentlich ganz geil finde, wenn man unterwegs ja, seine Aktivität ein bisschen tracken kann. Ich habe es zwar immer mit meiner Apple Watch gemacht, aber das Problem bei der Apple Watch ist, dass bei Strava die Höhenmeter nicht angezeigt werden, die man gerade halt gefahren ist. Hat mich immer ziemlich gestört und ja, ich habe auch keine Einstellung gefunden, wie man das ändern kann. Und deshalb habe ich mir jetzt, um natürlich auch das vielleicht ein bisschen genauer zu tracken, mit ein bisschen genauerem GPS, habe ich mir ein Wahoo Element Bolt V2 gekauft. Der Nico hat die ganze Zeit das V1 schon gehabt. Ich habe mir jetzt mal das V2 gekauft. Gibt gar nicht so viele Unterschiede. Das V2 ist ein bisschen größer und hat 16 GB internen Speicher. Also wenn man mal eine Tour mehr oder weniger draufziehen will, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Und hat einen USB-C-Stecker verbaut, was für mich relativ wichtig war, weil alles bei mir daheim eigentlich mittlerweile USB-C ist. Mein Laptop, die GoPro, alles. Und da wollte ich nicht nochmal ein extra Kabel haben. Aber ist auch ganz geil, weil dann können der Nico und ich mal ein bisschen vergleichen. Genau, also es sind ungefähr so 50, 60 Euro Unterschied zwischen V1 und V2. Aber genug geredet auf jeden Fall jetzt. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf ein paar Hometrails, machen ein paar chillige Labs. Ich erzähle euch vielleicht währenddessen ein bisschen was zum Wahoo oder was mir so auffällt oder wie es mir gefällt. Mal gucken, seht ihr dann auf der GoPro. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in ein paar entspannte Runden auf die Trails. Und für euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wow, Alter! Ich hab nur sein Hinterrad gesehen. Wow! Ah, los! Junge, als ob man da reinfahren kann. Alter, geil, Jungs. Wow,
Scheiße. Ja. Wow, slaps. Wow, komm auf. You. Oh. 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 Ja Leute, nächster Uphill. Kurzer Zwischenstand zum Wahoo. Eigentlich echt geil, man bekommt, oder ich habe auch eingestellt, dass man Benachrichtigungen bekommt. Ziemlich nice eigentlich, sieht man das während dem Radfahren. Ich kann euch mal den Blick hier zeigen. Ich habe das mit der, ich sag jetzt mal, Lenkerhalterung da nach vorne vor dem Vorbau mal dran gebaut. Ich habe mir noch solche für den Spacer hier und den Spacer gekauft. Das wird wahrscheinlich später dann kommen. Wir haben jetzt 460 Höhenmeter und richtig geil, dass hier so zäh auf jeden Fall und dass man up to date ist. Die Jungs sind da vorne am Pacen. Ich muss jetzt wieder aufholen und dann geht's weiter auf den nächsten Trail. Let's go! Oh yes! Alter! Yo! Easy going! Oh, mieser Tempo durchschlag! Ja, so eine kleine Uphill-Challenge hier. In so einer Kuhle. Jo! Der Leon, der kommt, der sendet jetzt, pass auf. Der zieht richtig durch. Da kommt er. Jo! Ja! So, der Max direkt hinterher. Komm, zieh durch! Oh, Junge! So, first try für den Nico. Der ist schon im Anflug. Ja, zieh! So. Jo! Dritter Versuch vom Leon. Dritter Versuch vom Max, Full Speed. Oh, nice! Oh, Alter! Oh, yo!
Junge! Oh! Oh fuck, Alter! Jo! Ja, Mann! Yo!